Das ist ein Unternehmen, das ökologisch korrekte, sozial korrekte Kleidung herstellt. Wir sind auf dem Markt seit 1976, sind in Europa, Deutschland, Österreich und Schweiz speziell Marktführer für Ökotextil. Gut, die gesamte Wertschöpfungskette bei der Textilproduktion begonnen auf dem Feld, gehen über den Bleichprozess, den Veredelungsprozess, nachher zum Schluss das Zusammennähen der Kleidung ist ökologisch optimiert bei Hess Natur und ist unter bestimmten sozial fairen Produktionsbedingungen hergestellt. Also Hess Natur hat diesen Business schon seit 1976. Viele andere springen auf den Zug auf und haben jetzt mal ein Organic T-Shirt oder so. Der Unterschied bei Hess Natur ist, dass wir ein komplettes Sortiment haben über Baumwolle, Alpaka, die ganzen Natur, die ganzen Tierfasern, auch über Alpaka, daneben noch Seide und Leim. Und das wir an jeden Schritt in der Textilienkette optimiert haben. Bei vielen anderen ist es nur so, dass die Baumwolle organisch angebaut ist und die nachfolgenden Schritte ganz konventionell sind. Das heißt, zwar wird der Ackerboden nicht verseucht, aber die Textilproduktion, herkömmliche Chemikalien werden eingesetzt zur Färbung und Ausrüstung. Wir haben zwei Monitoring-Systeme. Das eine bezieht sich auf die Ökologie, auf Textilien. Da haben wir einen Produktpass, nachdem der Lieferant arbeitet. Es werden unabhängige Tests gemacht, es werden Tests von uns gemacht. Das ist die eine Seite, ist die Ökologie. Was Sie eben angesprochen haben, ist die soziale Verträglichkeit der Produktion. Wir haben ein System aufgesetzt zusammen mit der Fairwear Foundation und mit der Clean Clothes Campaign. Projekt auf dem Jahr 2004 rausgekommen ist ein Monitoring-System, das auf drei Säulen beruht. Die Säule 1 ist, wir haben unsere Standards, der Lieferant akzeptiert die Standards, wir unterrichten ihn den Standards, wie er es machen muss und so weiter. Aber das ist natürlich meistens dann nur eine Erklärung, okay, ich mache das so. Zur Erklärung, ich mache das so, bedarf es noch eine Überprüfung. Das ist Säule 2, wir sind zertifiziert von der Fairwear Foundation aus Amsterdam. Fairwear Foundation macht, wie wir auch, Stichproben vor Ort, um sicherzustellen, dass das eingehalten wird, was erklärt wird. Und die Nummer 3 ist eigentlich das stärkste Instrument, es gibt Complainant-System, das heißt Beschwerdesystem. Die Arbeiter können sich bei unabhängigen Stellen beschweren, kirchliche Institutionen, gewerkschaftliche Institutionen, und die Beschwerden werden weitergeleitet, ohne dass der Arbeitgeber mitbekommt, an die Fairwear Foundation oder an Hess Natur. Die Kundenschicht ist vom Alter so zwischen 42 und 43 im Schnitt. Also fängt an bei 30, geht bis 60, dann geht es über alle Berufsgruppen, aber der Schwerpunkt liegt schon in besser verdienenden Berufsgruppen, das ist ganz klar. Zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis, das wird ungern auf den Preis eingehen, das ist ähnlich wie im Bio-Lebensmittelmarkt, also es gibt Qualitätsprodukte, die sind besser wie hochgezüchtete, sterile Produkte aus dem Gewächshaus und die schmecken auch besser. Ähnliches mit Textilien auch. Sie haben einen Wohlfühlfaktor, weil sie keine Giftstoffe auf der Haut haben. Sie haben was Verantwortliches für die Erde getan. Und natürlich wird ein T-Shirt bei Kick billiger sein wie bei Hess Natur. Aber sie haben natürlich auch einen anderen ökologischen, sozialen Rucksack, den sie mitstellen. Die Frage ist halt, was kommt hinten bei raus? Also, man kann ja auf der einen Seite sagen, okay, wenn nicht einer total authentisch und rein in der grünen Wolle gewaschen ist, dann ist er prinzipiell böse. Ich sehe das einfach nicht so. Ich glaube, dass die Großen den viel größeren Hebel haben. Wenn jetzt zum Beispiel sagt, dass VW die Produktpalette von, die sie jetzt haben, mit 20 Modellen, davon 17 Modelle Schadstoffausstoß optimiert sind, dann wird VW nie ein ökologisches Unternehmen sein wie Hess Natur, weil es ein ganz, ganz, ganz anderes Produkt verkauft. Aber die Auswirkung ist wesentlich größer und ich glaube, da wird sich einiges tun. Jetzt gibt es große Textiliten, die im Jahr 3 Millionen T-Shirts verkaufen. Da sind wir weit von entfernt, 3 Millionen T-Shirts zu verkaufen. Aber wenn von den 3 Millionen 200 Millionen aus Öko-Baumwolle sind, dann hat sich schon was getan. Nicht in aller Konsequenz, aber geht Step by Step. Und ich glaube einfach, dass der Konsument die größeren Unternehmen der verschiedenen Branchen einfach dazu drängen wird, da einfach was zu tun. Das Bewusstseinsniveau heutzutage ist wesentlich höher, auch durch Internet und auch, glaube ich, gerade durch die Finanzkrise.
Ich glaube nicht, dass jetzt kurzfristig ein Rieseneffekt da sein wird. Ich glaube, dass die Finanzkrise allen Geschäften ein bisschen vom Bug geschossen hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt zum Beispiel unsere Branche, diese grüne Nischenbranche, wenn wir in 10 Jahren zurückblicken und sagen, okay, wann hat sich wirklich was geändert, dann werden wir sagen, im Jahr 2009, 2010 hat sich was geändert, weil da Sachen neu definiert wurden. Die Definition von Social Business, wie Sie sie gebracht haben, also dass ein Problem da ist, ökologisch-soziale Arten, das gewendet wird, dann ist Hess Natur einer der Vorreiter zum Thema Social Business. Aber ich finde, das Social Business, wie es Yunus definiert und wie er teilweise seine Probleme aufsieht, geht noch einen Schritt weiter, dass man wirklich ja das Kapital in die Hände der Menschen begibt, die ihre Arbeit einbringen. Also so weit sind wir nicht. Aber wir haben bestimmte Elemente in unserer Wertschöpfungskette, zum Beispiel unser Burkina Faso Baumwollprojekt, die extrem Social Business getrieben sind. Dass man sagt, okay, konventionelle Baumwollpreis ist 100, wir zahlen 140 und die 40% sind 20% Öko-Prämie und 20% Fairtrade-Prämie. Also wir haben immer verschiedene Beispiele in unserer Wertschöpfungskette, die wir betreiben, wo man sagt, okay, das sind Social Business Themen, die ganz rein sind, und dann gibt es wieder welche, die in die Richtung gehen, aber noch nicht die 100%ige Lehre vertreten. Also würde ich sagen, Hess Natur ist sehr stark Social Business orientiert, aber kein reines Social Business, weil wir einfach ein